Oh Leute, es gab anscheinend einen Unfall, aber die Person konnte mir leider nicht genau beschreiben, wo der Unfall überhaupt passiert ist. Deshalb schaue ich jetzt gerade mal. Ist doch das Feuerwehrauto, Tim? Hey Leute, Caro hier. Und also eigentlich geht es mir heute ganz gut, aber ich habe mich leider immer noch nicht mit Tim vertragen. Und das nagt irgendwie schon ziemlich an mir. Naja, ich muss halt auf jeden Fall auf Arbeit. Ich habe heute schon wieder Notrufschicht. Das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber naja, was soll's. Hey Leute, guten Morgen, Tim hier. Oh, es ist 5 Uhr morgens und ja, ich bin schon am iPad, weil ich muss gleich zur Arbeit. Ich habe heute Frühschicht, muss um 6:30 auf der Arbeit sein und was soll ich sagen, mit Caro haben wir immer noch nicht gesprochen. Ich meine, die Sache mit ihrem Geheimnis, also ich weiß nicht, ob ich ihr vertrauen kann und ich versuche das alles zu vergessen und nehme jetzt erstmal eine Dusche und gehe dann auch direkt zur Arbeit. Ich muss jetzt erstmal hier schnell duschen. Zähne putzen wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber oh, ich bin schon wieder spät dran. Ab geht's. Was Caro macht, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben seit ein paar Tagen auch nicht gesprochen. Aber gut. Okay, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Ist das eine Überschwemmung? So, ich gehe jetzt auch endlich auf Arbeit. Ich habe mich gerade schon fertig gemacht. Oh, es regnet ja immer noch. Boah, das war so heftig. Das hat die ganze Nacht schon geregnet. Und ich dachte eigentlich, es hört jetzt endlich mal auf. Aber anscheinend immer noch. Was ist denn hier los? Oh nein, das ist ja alles über... Das ist ja hier... Oh. Oh nein, da werden jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit die Telefone klingeln. Okay, zu meiner Überraschung ist bisher noch kein Notfall eingegangen. Also, den Häusern geht es anscheinend momentan noch gut. Aber die Straße ist hier, ich weiß nicht, das ist doch eine Überschwemmung, oder nicht, Leute? Boah, hier ist ja alles Matsch. Oh, Mist. Okay, ich geh mal kurz ins Telefon. Ja? Haus Nummer 12? Schon wieder Nummer 12. Okay, alles klar. Ich fahr los. Bis gleich. Okay, bei Nummer 12 gibt es einen Einsatz, den prüfe ich jetzt erstmal. Ach, so ein Ärger. Naja, ich setze mich jetzt hier mal an die Notrufstelle, weil ich glaube, dass da noch relativ viel kommen wird in der nächsten Zeit. Nummer 12. Wie das hier im Brookhaven wieder aussieht, Leute. Regnet es bei euch auch so krass? Oh, es hat endlich mal aufgehört. Okay. Ich muss zu Haus Nummer 12. Wo ist Haus Nummer 12? Oh, ich glaube, das Wasser geht endlich zurück. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Ich hoffe, bei Haus Nummer 12 ist auch alles wieder in Ordnung. Ja, Nummer 12 ist ja schon ausgezogen. Es ist ja wieder unfassbar. Schon wieder ein Fehlnotruf. Hallo? Bei Nummer 13 alles soweit in Ordnung? Frau Emmy? Ja, ist abgeschlossen, scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Ich muss auch einmal kurz zur Polizeizentrale und da auch... Oh! Ja, super! Es brennt bei Nummer 13. Hallo! Nummer 13, können Sie einmal bitte die Tür öffnen? Hallo! Nummer 14, bitte einmal öffnen! Nummer 13, es brennt bei Ihnen! Ich komme hier nicht rein, ist jemand zu Hause? Hallo! Es ist ja unfassbar! Ich komme hier nicht ins Haus rein! Ich glaube, ich mache mal ganz kurz Pause und hole mir ein Eis da drüben. Ich muss kurz zur Polizei und das klären. Unfassbar. Wir haben ein Feuer bei Haus Nummer 13 und ich komme einfach nicht rein. Kann ich auch noch zusätzlich... Ich hätte gern auch das hier. Ja, sehr gut. Hallo? Ist jemand da? Hallo? So. Oh, das Eis schmeckt herrlich. Das hat so schlimm geregnet die ganze Zeit. Warum ist denn keiner hier bei der Polizei? Hallo? Haus Nummer 13, es brennt. Bitte einmal Notruf irgendwie rausgeben oder so. Caro, hallo. Hallo, was ist... Wir haben ein Problem bei Haus Nummer 13. Und was soll ich da jetzt machen? Ja, ich komme nicht in dieses Haus rein. Ja, dann brich's doch auf. Ja, danke. Super Hilfe hier, Polizei. Klasse, danke. Was soll ich dir da helfen? Du kannst das doch aufbrechen. Ich kann das doch nicht. Ich komme nicht rein. Nein, komme ich nicht. Weißt du, dass du jetzt diese persönlichen Sachen hier bei der Arbeit auch irgendwie rauslassen möchtest? Finde ich richtig blöd. Aber gut, es ist, wie es ist. Oh, 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 oh. Ah!
Frau. Hilfe, ich hatte einen Unfall. Hallo. Oh, ganz kleinen Moment, ich bekomme gerade einen Notruf rein. Ganz kleinen Moment, bitte. Ich komme hier nicht raus. Hallo, Hilfe. So. Hilfe. Ich gehe mal eben an. Oh, ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich komme hier nicht raus. Ja, hallo, Polizeistation. Ja. Ja. Hilfe. Welche Hilfe! Straße? Okay, ich fahre sofort raus. Bis gleich. Oh Leute, es gab anscheinend einen Unfall. Und es weiß keiner, ob es Verletzte gibt. Ich fahre direkt mal. Ich fahre mal mit dem Auto. Ich bin hier beim Supermarkt. Hilfe! So. Oh, jetzt habe ich mich auf die falsche Seite gesetzt. Aber die Person konnte mir leider nicht genau beschreiben, wo der Unfall überhaupt passiert ist. Deshalb schaue ich jetzt gerade mal. Ich fahre erst mal durch die Innenstadt. Ich komme hier nicht raus. Wo sind denn meine ganzen Kollegen? Wo ist ein Krankenwagen? Hallo, kann mir nicht jemand helfen? Ich glaube, da hinten ist der Unfall. Eieiei, oh nein. Das ist doch das Feuerwehrauto. Tim? Hallo? Tim? Caro, kannst du mir bitte helfen? Ich hatte einen Unfall. Ja, ich bin gerade hier deswegen. Uff. Oh, ich komme hier nicht raus. Oh nein, wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, ich... Es ist... Tim, geht's dir gut? Warte, ich ruf kurz den Notarzt. Hast du Schmerzen irgendwo? Ja, ich habe, glaube ich, eine Gehirnerschütterung und ich glaube, ich habe auch Prellungen oder auch eine Fraktur, also einen Bruch. Okay, warte bitte kurz. Ich rufe einen Notarzt. Bitte hilf mir. Ja, ich bin ja schon dabei. Wo ist denn jetzt schon wieder das blöde mein Telefon? Kopf. Ja, ich bin froh, dass ich nicht noch schwerer verletzt bin. Ja, Officer Caro hier. Ich bräuchte bitte ganz, ganz dringend einen Notarzt. Ecke Supermarkt, ja. An der Brookhaven Avenue. Genau, an der Ampelkreuzung. Ja, sofort bitte. Dankeschön. Oh, hast du keine Liege oder so dabei? Doch, warte. Ich hol die schon mal raus. Der Notarzt ist aber auch schon unterwegs. Musstest du jetzt irgendwo hin? Hattest du einen Einsatz oder warum? Wie ist das überhaupt passiert? Ich wollte zur Station zurück und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich war unachtsam und bin dann hier runtergefahren und ja, ich weiß nicht, was los mit mir ist. Ich bin sowieso momentan ziemlich abgelenkt. Ja, ich auch. Warte, ich suche gerade nach meiner Liege. Ich versuche mal rauszukommen. Versuch mal bitte vorsichtig. Geht's? Ich kann kaum gehen. Okay. Ich muss ganz schnell ins Krankenhaus. Hast du keine Liege dabei? Glaube ich auch. Ich habe nicht wirklich. Ich versuche ins Krankenhaus. Kannst du mich vielleicht ins Krankenhaus fahren? Nein, warte, es kommt gleich ein Rettungswagen. Fahr mich bitte ins Krankenhaus, Caro. Jetzt warte bitte auf den Rettungswagen. Jetzt setz dich doch mal hin. Ich kann dich nicht mit dem... Nein, ich kann... Jetzt komm, ich hab mich dann doch, setz ich bin dich doch schon in deinem Auto. Dann setz dich ins Auto. Ja, du musst auf den Krankenwagen warten, Tim. Es gibt Regeln, an die hast du dich zu halten. Jetzt warte doch. Was ist hier in Brookhaven schon wieder los? Danke, Caro. Hallo, bitte einmal einsteigen. Ich versuch hinten reinzukommen. Tim, kann ich dir irgendwie helfen? Kommst du rein? Bitte da einmal auf die Liege, genau. Okay. Ja, los jetzt. Bitte, los, schnell ins Krankenhaus. Bitte, Caro. Ja, und lass jetzt deine persönlichen Sachen nicht an mir aus. Ich fahr doch schon. Ich meine, okay, wir verstehen uns momentan nicht, aber das ist ein Notfall. Ich fahr doch schon, Tim. Was soll ich denn machen? Los, beeil dich! Ich glaube, ich überlebe das nicht. Du überlebst das. Ich glaube nicht. Ich habe schon Leute Schlimmeres überleben sehen. Wo fährst du denn lang? Ich weiß doch auch nicht, ich wohne hier noch nicht so lange. Das Krankenhaus ist direkt gegenüber der Station. Ja, ich bin doch gleich da. Du konntest ja immerhin noch laufen, nicht? Okay, komm raus, Tim. Ich trage dich kurz selber ein, hier ist schon wieder niemand da. Nein, ich will das nicht selber fahren. Oh, nein, wo bin ich denn jetzt? Tim? Ist der jetzt abgehauen? Nein, was ist denn passiert? Ich wurde aus dem Krankenhaus geschmissen. Echt jetzt? Ja. Wo bist du? Ich bin wieder vor der Polizeistation. Ich sag dir, hier in Brookhaven geht alles drunter und drüber. Tim, ich hol dich jetzt ab, warte.
Oh, das gibt es doch einfach nicht. Tim, du solltest doch im Krankenhaus bleiben. Ist das denn so schwer? Ja, ich wollte ja bleiben. Kannst du mich jetzt mal unterstützen? Okay, ich bin jetzt im Krankenzimmer. Bleib bitte auch da, bis ein Arzt kommt. Leute, mir geht's gar nicht gut. Gar nicht gut. Hallo, ist hier irgendwo ein Arzt? Ja. Ich kann das jetzt nicht ändern. Irgendjemand wird sich jetzt hier schon um Tim kümmern. Hoffe ich. Ich versuche mich jetzt erstmal ein bisschen auszuruhen, Leute, weil das, sage ich euch, war gar nicht gut. Was war das für ein Unfall? Ich habe so Kopfschmerzen. Also irgendwie brauchen wir ganz dringend mehr Personal im Krankenhaus. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Also, hat mich Caro abgeholt oder wie bin ich jetzt hier ins Krankenhaus gekommen? Ich glaube, Caro hat mich nicht abgeholt, weil das würde sie niemals für mich tun. Ich glaube, ich stempel mich mal eben kurz auf der Arbeit aus und gehe nochmal ins Krankenhaus. Da ist mir irgendwie alles unheimlich und ich glaube, ich bringe Tim auch ein Eis mit. Vielleicht freut er sich. Ich weiß gar nicht, was seine Lieblingseissorte ist. Ich glaube Vanille. Ich bringe ihm das mal mit. Okay. So, und dann hätte ich gerne wieder meine Klamotten. Dankeschön. Bis später, Leute. Mann, ey, das ist doch echt total in die Hose gegangen. Erst war heute diese Überschwemmung und dann jetzt auch noch das mit Tim. Das kann doch einfach nicht sein. Das ist doch kein Zufall. Hallo? Hey, Tim. Hey, Caro, was machst du denn hier? Ich wollte dich besuchen kommen. Danke, sag mal, also ich kann mich nicht an alles erinnern, weil ich habe eine Gehirnerschütterung, glaube ich. Hast du mich abgeholt? Ja, war ich. Ich habe dich abgeholt. Oh, danke, das ist echt nett von dir. Und ich weiß, dass ich in letzter Zeit echt fies zu dir war und... Nein, ist schon alles okay. Ich wollte mich nur entschuldigen. Nein, alles okay. Oh. Was hatte ich? Hatte ich einen Unfall? Ja, du hattest einen Unfall mit dem Feuerwehrwagen. Du sag mal, hast du einen Führerschein? Ja, klar. Hm. Komisch. Du schau mal, mir geht's gar nicht gut. Ich hab dir was mitgebracht. Oh, danke. Ist das ein Vanilleeis? Ja, ist Vanille. Ich wusste leider nicht, was deine Lieblingssorte ist, deshalb habe ich einfach das mitgebracht. Oh, das tut gerade richtig gut. Danke. War denn schon ein Arzt bei dir? Nein, noch nicht. Er müsste später kommen. Okay. Boah, ich habe so Kopfschmerzen, sage ich dir. Oh, das glaube ich dir. Caro, wenn du schon mal hier bist, also... Danke, dass du mir geholfen hast und es tut mir auch leid, dass ich so fies war übers Wochenende, also dass ich mich nicht gemeldet habe und auch die letzten Tage nicht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich meine, du hast eine Privatsphäre und die muss ich auch respektieren und ich wollte mich nur entschuldigen bei dir. Ist schon alles okay, Tim. Ich wollte sowieso nochmal mit dir reden, also ich würde es dir gerne erzählen, aber nicht hier im Krankenhaus und nicht jetzt. Wollen wir uns vielleicht... Morgen auf einen Kaffee treffen? Ja, ich glaube, ich komme heute noch nicht raus. Also vielleicht morgen? Okay. Meld dich einfach bei mir, wenn du irgendwas brauchst. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Ich glaube das allerdings auch, Tim. Ich gehe dann mal, ja? Ja. Sorry nochmal. Gute Nacht und danke. Danke. Ja, klar, gerne. Okay, ciao. Ciao. Soll ich den Vorhang wieder zumachen? Ja, das wäre super. Danke. Oh, Leute. Also ich finde es echt süß und nett von Caro, dass sie mich besucht hat und... Ich meine, sie muss das nicht machen, aber sie hat es echt getan und ich glaube, ich habe mich in letzter Zeit echt ein bisschen blöd benommen. Und wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin, dann entschuldige ich mich bei ihr und ich hoffe, dann ist auch alles gut. Leute, ich lege mich jetzt erstmal schlafen. Gute Nacht! Ich hoffe wirklich, dass Tim nichts Schlimmeres passiert ist und dass er morgen vielleicht schon wieder aus dem Krankenhaus raus kann, aber das war heute echt schon wieder ein super anstrengender Tag. Gute Nacht!